Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Dr. Weber. Guten Morgen. Ich konnte Amy wenigstens dazu überreden, ein bisschen Tee zu trinken. Möchten Sie auch? Ja, sehr gerne. Wann bist du denn gestern nach Hause gekommen? Es muss spät gewesen sein. Das war's. Aus irgendeinem Grund hatte die Klinik lauter Notfälle bis kurz vor Mitternacht. Ihr Mann hat gestern Abend mehrere Male versucht, Sie zu erreichen. Alice, falls Sie Rick damit meinen, er ist schon seit längerer Zeit nicht mehr mein Mann. Entschuldigen Sie bitte, es ist mir leider so rausgerutscht. Ja, ja, schon gut. Ich weiß, dass er mich sprechen wollte, aber ich konnte nicht ans Telefon, nicht mal, um ihm zu sagen, dass ich keine Zeit habe. Er hat vorhin wieder angerufen, als Sie unter der Dusche standen. Er wollte vorbeikommen, um Sie zu sprechen, bevor Sie ins Krankenhaus fahren, falls es Ihnen recht ist. Na ja, es wird mir wohl recht sein müssen, nicht wahr? Bist du jetzt deswegen traurig, Leslie? Nein, das bin ich nicht. Ich habe mich damit abgefunden. Ich weiß, dass ich Rick irgendwann gegenübertreten muss. Warum nicht jetzt? Weißt du was? Was? Du könntest Rick zurückhaben, wenn du wolltest. Weißt du was? Du könntest dich endlich fertig anziehen, wenn du wolltest. Okay, das war ein Wink mit dem Zaunpfahl, aber ich muss mich ohnehin beeilen. Also manchmal geht dieses Kind wirklich zu weit. Na ja, sie ist noch jung. Aber sie hat recht. Sie könnten ihn zurückgewinnen, wenn sie wollten. Wie schön, dass jeder über mein Liebesleben besser Bescheid weiß als ich. Sie stehen gerade. Machen Sie bitte. Oh, Joe, hallo. Mrs. Grant, das ist Captain Ramsey vom Polizeipräsidium in Port Charles. Ach ja, ich erinnere mich an ihn. Mrs. Grant? Wir würden gern Frau Dr. Weber sprechen. Es ist wegen Laura. Ja, bitte kommen Sie rein. Danke. Danke, Mrs. Grant. Entschuldigen Sie mich. Also, was wollten Sie mit mir besprechen? Wir wollten Sie bei ein paar Dingen auf dem Laufenden halten. Wegen Laura. Was? Sie haben etwas von ihr gehört? Was denn? Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Wir wissen nichts Neues, sind aber ziemlich sicher, dass sie gesund und munter ist. Aber wir haben Grund anzunehmen, dass sie sich in eine gefährliche Situation begeben hat, weil sie mit Luke Spencer geflohen ist. Gefährlich? Inwiefern? Ich habe Ihnen doch von dem Nachtwächter erzählt, der in Wyndhams Kaufhaus erschossen wurde. Ja, sicher. Am nächsten Tag hat die Polizei in einer Mülltonne hinter dem Kaufhaus den weißen Anzug gefunden, in dem Luke verschwunden ist. Das blaue Kleid, von dem wir wissen, dass es Laura gehörte, lag dabei. Wollen Sie damit sagen, dass Laura in diesen Mordfall verwickelt ist? Nein, nein, davon ist keine Rede. Wir haben ballistische Untersuchungen durchgeführt und sind überzeugt, dass es ein professioneller Killer war. Er benutzte das typische Kaliber. Ein professioneller Killer? Ja, wir glauben, dass jemand hinter Luke her ist und Was? Warum sollte jemand einen Killer beauftragen, was haben Sie denn getan? Wir wollen nicht so sehr ins Detail gehen. Aber wir sind sicher, dass Frank Smith, der Chef des Verbrechersyndikats hier in Port Charles, ist. Frank Smith? Wir vermuten, dass Luke ihm bei seinen Geschäften in die Quere gekommen ist und Smith einen Killer engagiert hat, um ihn auszuschalten. Lassen Sie mich eins klarstellen. Wir haben leider keine Beweise dafür, dass es so ist. Was Joe Ihnen eben sagte, sind nur Vermutungen, aber wir sind davon überzeugt, dass es so ist. Ich muss den Staatsanwalt ständig auf dem Laufenden halten, aber bis jetzt haben wir noch keine ausreichenden Beweise, um wegen des Mordes an dem Nachtwächter Anklage zu erheben. Sie sagen, dass der Staatsanwalt hinter Frank Smith her ist? Nein, noch nicht, aber er behält ihn im Auge. Wenn der Staatsanwalt in diesem Fall wirklich aktiv wird, dann wird es in sämtlichen Zeitungen stehen. Und wenn das passiert, dann wird das Ihre Tochter und Luke Spencer in noch größere Gefahr bringen. Das befürchten wir jedenfalls. Was soll man dazu sagen? Das Ganze ist kaum zu fassen. Ich weiß. Ich muss Sie auch bitten, über alles, was wir Ihnen heute gesagt haben, Stillschweigen zu bewahren. Es wäre eine Katastrophe, wenn jemand erfahren würde, was wir zu diesem Zeitpunkt vermuten oder wissen. Und was ist mit Rick, Lauras Vater? Er ist um Sie genauso besorgt wie ich. Darf ich Ihnen wenigstens sagen, in was für Schwierigkeiten sie steckt? Oh, natürlich, das geht in Ordnung. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich gern mit ihm Verbindung aufnehmen und ihm die ganze Geschichte erzählen. Moment. Er fährt aber bald nach New York auf eine Geschäftsreise, verstehen Sie? Und solange Sie noch nicht wirklich stichhaltige Beweise für Ihre Theorie haben, wäre es vielleicht besser, mit der Information noch zu warten. Ich würde es ihm auch gern selbst sagen, wenn Sie damit einverstanden sind. Wir werden natürlich Ihren Wunsch respektieren. Ich kann...
Ich mache mir Sorgen, dass sie in großer Gefahr ist. Können wir nicht irgendetwas tun, um sie zu beschützen? Wir sind bestrebt, unser Bestes zu tun, Frau Dr. Weber. Aber wir müssen Sie bitten, uns dabei zu helfen. Sollten Sie zufällig irgendwas von Ihrer Tochter hören, dann bitte versuchen Sie genau rauszufinden, wo sie ist. Aber sagen Sie ihr nicht, dass Sie uns informieren. Denn wir wollen sie ja finden und nicht sinnlos weitersuchen. Ja, ich verstehe genau, was Sie meinen. Hallo? Guten Morgen, Leslie. Ich habe dich gestern Abend nicht mehr erreicht. Oh, ja, guten Morgen, Rick. Ich habe vorhin Alice angerufen und ihr gesagt, dass ich heute Morgen vorbeikommen werde. Aber ich wollte dich erst noch mal fragen, ob es dir recht ist. Ich will auch wissen, ob es was Neues von Laura gibt. Ich bin in einer Viertelstunde da. Wartest du? Fein. Vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind, um mir das zu erzählen. Machen Sie sich nicht so viel Sorgen. Wir werden alles tun, um Laura zu finden. Das hoffe ich auch. Ich habe großes Vertrauen zu Ihnen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen und danke. Wir bleiben in Verbindung. Wiedersehen. Sind Sie schon weg? Ja, Sie sind gerade gegangen. Und ich habe frischen Tee gemacht. Ich möchte gerne eine Tasse. Was glauben Sie, wann wird Herr Dr. Weber hier sein? Ich weiß nicht. Er sagte bald. Ich bin sehr froh, dass er überhaupt herkommt. Er macht sich auch große Sorgen um Laura. Genau wie wir. Sagen Sie, wäre es sehr ungehörig von mir, wenn ich Sie fragen würde, was Captain Ramsay gesagt hat? Ich meine, gibt es Nein, Sie wissen nicht, wo sie ist. Sie wissen nur, dass sie in Gefahr ist und dass sie nichts tun können, um sie zu beschützen. In Gefahr? Was meinen Sie damit? Sie meint nichts Besonderes, nur weil sie eben auf der Flucht ist, noch dazu in dieser Gesellschaft. Sie meinen Luke? Nein, ich meine mehr die Umstände, die man eben antrifft, wenn man wegrennt. Sehen Sie, Sie tun alles, was Sie können, um sie zu finden. Und ich möchte nicht, dass Sie sich Sorgen machen. Ich kann nichts dafür. Ich mache mir eben Sorgen, genauso wie Sie. Werden Sie es Herrn Dr. Weber sagen? Nein, das werde ich nicht. Als Laura das letzte Mal in Schwierigkeiten war, kam er zu mir zurück. Aber nur aus Mitleid. Und ich will nicht, dass das nochmal passiert. Wir können also nur hoffen, dass Sie bald gefunden werden. Tja, so ist es leider. Und in der Zwischenzeit werde ich wahrscheinlich sterben vor Sorge um Sie. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dieses eine Mal wenigstens allein damit fertig zu werden.